Hi, ich bin's Marcel Gupp, der amtierende deutsche Meister im Fußball-Freestyle und mehrfacher Guinness-Weltrekordhalter. Wir sind ja momentan relativ viel zu Hause und was hilft gegen Langeweile? Genau, Bewegung. Aus dem Grund habe ich mir einen coolen Freestyle-Move für euch überlegt. Er nennt sich der Scherenschlag. Ihr könnt ihn gemeinsam mit mir zu Hause nachmachen oder bei euch im Garten. Wie er geht und wie er ausschaut, seht ihr jetzt. Schritt 1. Im ersten Schritt positioniert ihr die Füße rechts und links vom Ball. Schritt 2. Ähnlich wie bei einer Schere zieht ihr die vorderen Fußspitzen unterm Ball zusammen. Schritt 3. Durch das Zusammenziehen der Fußspitzen und der dynamischen Bewegung gelangt der Ball so in die Luft und ihr könnt ihn im Anschluss weiter turnieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben zu Hause oder im Garten. Denkt dran, Übung macht den Meister. Solltet ihr keinen Fußball parat haben, kein Problem. Unter der Aktion Zusammen mehr Spaß gibt es weitere coole Videos gegen Langeweile. Ciao, ciao. Tago. Hi, ich bin's Marcel Gupp, der amtierende deutsche Meister im Fußball-Freestyle und mehrfacher Guinness-Weltrekordhalter. Wir sind ja momentan relativ viel zu Hause. Und was hilft gegen Langeweile? Genau, Bewegung. Aus dem Grund habe ich mir einen weiteren coolen Freestyle-Trick für euch überlegt, und zwar den Aufroller. Wie er geht und wie er ausschaut, das seht ihr jetzt. Schritt 1. Den einen Fuß positioniert ihr vor dem Ball, den anderen auf dem Ball. Schritt 2. Ihr zieht den Ball auf die Fußspitze des unteren Fußes. Dabei springt ihr leicht ab, befördert den Ball in die Luft und versucht den Ball danach wieder zu kontrollieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben zu Hause oder im Garten. Denkt dran, Übung macht den Meister. Solltet ihr keinen Fußball parat haben, kein Problem. Unter der Aktion Zusammen mehr Spaß gibt es weitere coole Videos gegen Langeweile. Ciao, ciao. Tago. Ich bin's Marcel Gupp, der amtierende deutsche Meister im Fußball-Freestyle und mehrfacher Guinness-Weltrekordhalter. Wir sind momentan relativ viel zu Hause und was hilft gegen Langeweile? Genau, Bewegung. Aus dem Grund kommt jetzt ein weiterer cooler Freestyle-Trick. Wie er ausschaut, wie er funktioniert, das seht ihr jetzt. Schritt 1. Im ersten Schritt positioniert ihr den Ball zwischen euren Knöcheln. Schritt 2. Ihr geht dabei leicht in die Hocke, springt ab, löst die Beine vom Ball und versucht den Ball danach wieder zu jonglieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben zu Hause oder im Garten. Denkt dran, Übung macht den Meister. Solltet ihr keinen Fußball parat haben, kein Problem. Unter der Aktion Zusammen mehr Spaß gibt es weitere coole Videos gegen Langeweile. Ciao, ciao. Hallo, von zu Hause zu euch nach Hause. Ich schätze mal, da seid ihr gerade. Und es könnte sein, dass so ein bisschen Langeweile gerade bei euch aufkommt. Falls das so ist, passt gut auf, denn der Weltrekordhalter im Fußball-Freestyle, Marcel Gurk, hat richtig coole Fußballtricks für euch. Jetzt den Hackenheber. Sieht er aus. So, der Hackenheber ist auf jeden Fall ein Trick, wie ihr sehen konntet, der auf jeden Fall vom Boden aus ausgeführt wird. Von daher, wir legen den Ball auf den Boden, positionieren uns wieder ganz locker, klemmen den Ball zwischen den Füßen ein, ja, relativ weit hinten, schon fast an den Fersen, drehen uns im zweiten Schritt über die Schulter ein, schauen zum Ball, ganz wichtig, wir schauen zum Ball, gehen leicht in die Hocke, ganz leicht, nicht allzu sehr. Und jetzt gucken wir, dass wir all das zusammenfügen und dann den Hackenheber letztendlich durchführen. Also, der Ball klemmt zwischen den Fersen, wir drehen uns nach hinten, Blick geht Richtung Ball, gehen leicht in die Hocke, springen ab und halten den Ball zu guter Letzt hoch. Also, wie gesagt, nochmal im Schnelldurchgang. Ball liegt auf dem Boden, ganz locker. Wir klemmen die Füße zwischen den Ball ein, schauen nach hinten, gucken zum Ball, gehen in die Hocke, springen ab und halten den Ball ganz normal locker hoch. Wie gesagt, mit dem Trick seid ihr auf jeden Fall der König auf jedem Bolzplatz. Von daher, ja, viel Spaß beim Lernen. Haben euch die Tricks auch so gut gefallen? Falls ja, dann schaut doch noch die anderen Videos an, die wir für euch auf unserer Seite haben.
Alles gegen Langeweile bei der Togo Show. Tschüss. Togo! Hey, ich bin's Jonas von der Togo Show. Tja, und ich sitze gerade hier auf dem Sofa. Das macht ja einigermaßen Spaß, aber irgendwann will man auch mal ein bisschen Bewegung. Und deswegen schnappt euch jetzt euren Fußball, denn der Freestyle-Weltmeister Marcel Gurk zeigt euch ein paar coole Tricks, die ihr ganz einfach zu Hause machen könnt. Und so sieht er aus. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Trick. Nicht allzu leicht, aber das bekommen wir auf jeden Fall Schritt für Schritt hin. Schritt 1, ihr positioniert den Ball ganz normal auf dem Boden, seid ganz locker und jetzt kommt's. Schritt 2, ihr legt den Fuß an den Ball ran, ja? Schienbein und der Spann berühren sozusagen oder umschließen den Ball. Wenn ihr den feste umschlossen habt, ja, dann geht ihr mit einer Rückwärtsbewegung von dem Ball aus nach hinten raus. Das heißt, ohne Ball sieht es so aus. Deshalb auch der Popcorn-Trick, weil ihr den Ball in dem Sinne vom Boden in die Luft aufpoppt, wie man das vom Popcorn kennt. Deshalb, aus dem Grund, wirklich einmal umschließen, Schienbein berührt den Ball, die vordere Fußspitze berührt den Ball und jetzt kommen wir zu dem Moment, wo wir den wirklich nach oben katapultieren. Zack. Noch einmal für die schöne Slow-Mo. Also wie gesagt, der Trick erfordert ein wenig Übung, deshalb wirklich Schritt für Schritt den Ball auf dem Boden positionieren, den Ball umschließen mit dem Schienbein, mit dem Vorderfuß und dann wirklich versuchen mit einer Rückziehbewegung den Ball in die Luft zu katapultieren. Ich hoffe, euch haben die Tricks gefallen. Viel Spaß beim Ausprobieren bzw. Nachmachen. Und falls ihr noch mehr coole Ideen sucht, hier auf Togo gibt es noch weitere Videos. Togo! Hi, hier ist Sarah von der Togo Show. Wie ihr seht, bin ich gerade zu Hause. Ihr seid da wahrscheinlich auch gerade. Und ich würde mal behaupten, es könnte euch so ein bisschen langweilig sein. Falls ja, dann haben wir jetzt ein cooles Video für euch. Marcel Gurk, der Weltrekordhalter im Fußball-Freestyle, hat richtig coole Tricks für euch parat. Jetzt den Nackenfänger. So sieht er aus. Und wir gehen den Trick jetzt gemeinsam Schritt für Schritt durch. Schritt 1. Ihr positioniert euch ganz locker. Breitbeinig, wirklich ganz entspannt, ganz locker in der Hüfte. Geht im zweiten Schritt mit dem Oberkörper nach unten. Ja, ihr verlagert ihn einfach ganz normal nach unten. Legt euch den Ball in den Nacken rein, am besten mit den beiden Händen. Der Blick geht nach vorne, immer nach vorne gerichtet. Und dann macht ihr die Arme nach hinten wie ein Skispringer. So, das ist die Grundstellung vom Nackenfänger. Bedeutet, Schritt 1, breitbeinig hinstellen, den Oberkörper nach unten verlagern. Der Blick immer nach vorne gerichtet, ganz wichtig, nicht vergessen und die Arme nach hinten, wie man das von den Skispringern kennt. Das ist sozusagen die Grundstellung für einen erfolgreichen Nackenfänger. Was dann folgt, natürlich erstmal ein bisschen Übung. Klar, Übung macht den Meister, von daher auf jeden Fall nie aufgeben, dranbleiben, ganz, ganz wichtiger Punkt eines jeden Freestylers. Danach kommt der Schritt, dass ihr euch versucht, den Ball selbst reinzuwerfen. Ich gebe zu, es ist nicht allzu einfach, aber machbar. Darauf achtet ihr, dass ihr den Ball nicht allzu hoch wirft, sondern wirklich ganz normal vor euch hin und geht dann in die Position, die wir gerade besprochen haben. Das heißt, locker machen, anwerfen, zack, fangen. Wenn ihr dann Lust habt, könnt ihr euch versuchen, einmal um euch selbst zu drehen. Das heißt, wir gehen nochmal durch. Zu Hause gerne nochmal mit durchgehen. Breitbeinig hinstellen, Oberkörper nach unten, Arme nach hinten wie ein Skispringer und der Blick nach vorne. Und wenn ihr das alles jetzt so drauf habt, ihr den Ball eigenständig in den Nacken werfen könnt, kommen wir jetzt zu der letzten Disziplin, zu der Königsdisziplin. Und zwar, wenn der Ball so im Nacken liegt, holt ihr Schwung, ja, mit dem ganzen Körper und legt jetzt euren Kopf wirklich nach unten ab, lasst ihn über den Nacken hochrollen und schleudert ihn dann sozusagen mit einer Bewegung nach oben wieder in die Luft. Das heißt, ihr schleudert den Ball nach oben. So sieht's aus. So, im ersten Moment versucht ihr den Ball einfach in den Händen zu fangen und danach natürlich als Königsdisziplin im Nacken. Von daher wirklich, haltet die Schritte immer vor Augen, nehmt euch den Ball, startet jetzt durch und werdet jetzt zum, ja, Nackenfänger-Profi. Viel Spaß! Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich fand die Tricks richtig cool. Falls ihr das auch so seht, dann guckt doch noch die anderen Videos an, die wir für euch haben. Viel Spaß! Togo!
Okay, ich würde behaupten, für unseren nächsten Gast sind wir perfekt vorbereitet. Er war bereits auf allen Kontinenten dieser Erde, wie zum Beispiel auch in der Antarktis. Oh. Ja, er filmt und erforscht Tiere. Und dafür war er bereits weit über 2000 Mal tauchen. Und gleich sitzt er bei uns auch noch auf dem Sofa. Ja, unfassbar. Die Rede ist von Robert Mark Lehmann, Meeresbiologe, Taucher und Tierfilmer. Vielleicht geht es euch jetzt ein bisschen so wie uns, dass ihr euch denkt, ist irgendwie alles schwer vorstellbar so zusammen. Es gibt jetzt eine Zusammenfassung. Robert Mark Lehmann ist kein Riff zu tief, kein Tier zu exotisch. Der vielleicht mutigste Forschungstaucher, den es gibt, wagt sich in die entferntesten Winkel unserer Erde vor, um seltene Tiere zu filmen und zu schützen. Nicht mal die engste Unterwasserhöhle oder der höchste Baumwipfel sind für ihn unerreichbar. Ein echter Abenteurer eben. Und hier ist er jetzt, Robert Mark Lehmann. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Du bist eigentlich erst hier. Hallo, ja, ganz Hallo sagen, klar. So die Faust da durch, ne? Was los? Ja. Oh, das haben wir noch nie gemacht. Nee, so, bam. Jetzt müssen wir gleich alles desinfizieren. Cool, dass du da bist. Sehr erstmal, gerne. Können wir mal deine Hände sehen? Es sind keine Schwimmhäute dran. Ich wollte gerade sagen, so oft wie du unter Wasser bist, war ich mir sicher, dass da Schwimmhäute dazwischen sein müssen. Es gibt Handschuhe mit Schwimmhäuten. Die habe ich tatsächlich manchmal an. Wirklich. Ach, wie cool. Ja. Ja gut, wir haben es ja gerade gesagt, du warst schon weitaus über 2000 Mal unter Wasser tauchen. Und da sind dir bestimmt schon die coolsten, spannendsten und aufregendsten Dinge begegnet und auch passiert. Aber was war denn jetzt so das Coolste, was dir begegnet ist? Das kann man immer gar nicht sagen. Also eins ist mir vielleicht im Herzen geblieben, weil das was Besonderes war, als ich meinen ersten Orca gesehen habe. Weil es ist mein Lieblingstier. Und den das erste Mal unter Wasser zu sehen, so ein 10 Meter langes Tier, was dich eigentlich essen könnte, 5 Tonnen schwer, mit riesigen weißen Zähnen wie ein T-Rex, sieht er eigentlich aus unter Wasser. Und der kommt auf dich zugeschwommen, hält kurz vor dir an und guckt dich an. Und dann schwimmt er so langsam mit seiner Familie weg. So ein Baby kommt nochmal, streckt eine Zunge raus und schwimmt weg. Das ist einfach ein Erlebnis, das bleibt dir für immer im Herzen. Das ist einfach geil. Das kann ich mir vorstellen. Ja. So oft, wie du bisher schon tauchen warst, ist das für dich schon fast wie so eine Routine geworden? Also so wie Zähne putzen für andere Leute oder in die Schule gehen? Sogar noch routinemäßiger. Das Zähneputzen anstrengender und neuer als Tauchen. Also Tauchen ist bei mir wirklich so, ich habe das so intensiv gelernt und so oft gemacht, dass das schon... Also ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Ich drehe im Prinzip meine Flasche auf, stecke mir den Atemregler in den Mund und das ist, als ob ich dann erst in meine Welt eintauche. Was war denn so die höchste oder niedrigste Tiefe, die du jemals getaucht bist? Ich glaube, mein tiefster Taucher war knapp 70 Meter, 67 Meter, aber in einer Höhle. Und du bist schon mal mit Haien geschwommen. War das nicht irgendwie gefährlich? Überhaupt nicht. Die ganze Welt fürchtet sich irgendwie vor Haien. Und ganz ehrlich, wenn ich so auf einem Boot hinten stehe und ins Wasser gucke und so ganz viele verrückte Haiflosse und schon so schlagende Haischwänze sehe, dann denke ich, boah geil, da will ich jetzt unbedingt rein. Im Prinzip musst du ja nur das Verhalten von einem Tier lesen können. Und du weißt, ein Hund, der dich anknurrt und die Zähne fletscht und die Nackenhaare aufstellt, den streichel ich nicht. Mhm. Oder da wirst du niemals hingehen. Aber ein Hund, der mit wedelndem Schwanz und Zunge raus auf dich zukommt, der will ja gestreichelt werden. Und genauso ist das beim Hai im Prinzip auch. Nur mit Flossen. So. Und weniger mit der Zunge rausgestreichelt. Ja, und mit mehr Zähnen. Okay. Okay, du hast gerade gesagt, mit Haien ist es nicht gefährlich. Aber gab es denn schon mal eine richtig gefährliche Situation unter Wasser? Es gab schon gefährliche Situationen bei mir unter Wasser. Also zum Beispiel jetzt, gerade vor ein paar Tagen, habe ich so ein riesiges Geisternetz aus dem Meer geborgen. Also ein Netz, was einem Fischer abgerissen ist, das haben wir rausgeholt. Und das ist sehr groß gewesen und da kann man sich natürlich drinnen verstricken. Oder du kannst unter Wasser darin eingewickelt werden, während du das birgst, alles Schlamm wirbelt sich auf. Das ist eine gefährliche Situation. Und dann hast du auch nie Angst? Nein, nie. Also ich habe wirklich, wenn ich unter Wasser gehe, niemals Angst. Es ist wirklich so, ich gehe unter Wasser und da fühlt es sich für mich erst richtig an. Da muss ich sein, da gehöre ich hin. Okay, ich würde behaupten, wir haben auf jeden Fall einen echten Held neben uns auf dem Sofa sitzen. Aber wie geht das? Also was muss man machen oder in was für einem Fach muss man gut sein, um Tiere zu erforschen und zu tauchen? Völlig egal. Das ist das Schöne daran, dass ganz, ganz viele Menschen immer denken, boah, ich muss gut in Biologie sein oder ich muss gut in Mathe sein. Ja, das kommt in einem Studium auch vor, wenn du Meeresbiologe werden willst. Aber du musst, um mit Haien zu schwimmen, mit Walen zu tauchen oder um die Natur zu schützen oder im Meer zu sein und zu schnorcheln und das zu genießen, musst du ja kein Biologe werden oder studiert haben. Das kann jeder. Und ich habe super viele Forscher auf der Welt getroffen, Meeresforscher, Menschen, die sich mit Tieren super gut auskennen. Und die waren ein völlig anderer Beruf. Da waren Friseurinnen dabei, Ingenieure. Das liegt nicht daran, wer du bist, wo du herkommst, wie gut du in der Schule warst. Das liegt daran, wofür du dich interessierst.
das ist doch mal wirklich ein ganz gutes Abschlusswort, was du gesagt hast. Ich glaube auf jeden Fall, dass das Meer doch deutlich spannender ist, als sich irgendwie was auf dem Handy reinzuziehen. Ich glaube, da gibt es viel, viel mehr zu sehen. Erstmal vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast und hier warst. Leute, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wir haben dich sehr gerne auf unserem gelben Sofa gehabt. Dankeschön, ich war gerne hier. Und wir verabschieden uns als Meeresbiologen und Taucher mit einem, es war okay bei euch, alles super okay, also doppelt okay. Und noch mal ein kleiner Hinweis, wenn ihr so mal sehen wollt, was der Robert Mark Lehmann eigentlich in den letzten 15 Jahren alles gemacht hat, das gibt es ab sofort auf TV Now. Unbedingt reinschauen. Togo! Hier, wo ich gerade bin, geht es um Spaß, Sport und Pferde. Wow! Aber nicht nur ganz normale Pferde, sondern Pferde, die richtige Tricks können. Aber nicht nur die Pferde, sondern auch die Person, die da oben drauf steht. Die kann nämlich auch ein paar Tricks. Die Tricks kann, ist die Anne. Anne ist schon seit fast 10 Jahren dabei und liebt die Akrobatik auf Pferden. Voltigiert wird aber meistens mit mehreren zusammen. Denn auf dem Pferd wird mit viel Geschick und Balance gestapelt. Im Voltigieren ist Anne bereits 4-facher deutscher Meister, Europa- und Weltmeister geworden. Wow, so viele Auszeichnungen! Aber bei solchen Kunststücken auf dem Pferd braucht man sich ja auch nicht wundern. Wow, also das sah ja schon mal richtig gut aus, was wir da gerade gesehen haben. Wie bist du denn zum Voltigieren gekommen? Ich reite eigentlich schon mein ganzes Leben. Also ich bin in einer Pferdefamilie aufgewachsen. Und dann war ich auf einem Turnier und da habe ich Voltigieren als Schaunummer quasi gesehen. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, das will ich genau so machen. Gibt es bestimmte Regeln, mit denen man anfängt, wie man beginnen muss, sodass man dann wirklich auch Stabilität hat? Naja, eine gute Voraussetzung ist, wenn man vorher schon mal entweder geritten oder geturnt hat. Weil das sind so eigentlich die beiden Komponenten, aus denen sich das Voltigieren zusammensetzt. So, jetzt hast du uns so viel über das Voltigieren erzählt und jetzt habe ich eine zündende Idee gehabt. Ich möchte dich gerne zur Togo-Voltigiermeisterin machen, wenn du einen bestimmten Trick meiner Wahl machst, und zwar einen Schulterstand auf dem Pferd. Schaffst du das? Ja, das schaffe ich. Ach so, so einfach geht das also? Ja. Okay, das würde ich sehr gerne sehen. Wow, ich glaub's nicht, du hast tatsächlich einen Schulterstand geschafft. So, somit bekommst du von mir die Togo-Auszeichnung zur Meisterin im Voltigieren. Ist besser als Weltmeisterin, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt auch Weltmeister im Voltigieren werden möchte, kannst du mir sagen, was man da alles beachten muss? Das zeige ich dir jetzt. Jetzt geht's für mich aufs Pferd. So tolle Sachen wie Anne kann ich zwar nicht, aber hey, jeder fängt mal klein an. Grundkurs Voltigieren. Erstens, dehnen. Erstmal wird sich eine Runde aufgewärmt. Dafür gibt es verschiedene Übungen. Also meistens machen wir einfach Spagat. Oh, Spagat, kann ich gut. Kann man machen? Naja, kann man aber auch lassen. Beine schwingen und sowas? Ah, bei dir sieht das so gerade aus. Guck mal. Ja. Das müssen wir aber noch mal üben. Grundkurs Voltigieren. Zweitens, kennenlernen. Am Anfang muss ich das Pferd erstmal kennenlernen. Dafür nehme ich die Zügel buchstäblich in die Hand. Darf man den streicheln? Ja, klar. Beißt der? Nein, auf gar keinen Fall. Der mag mich nicht. Baby. Hey, Baby. Grundkurs Voltigieren. Drittens, Basistricks. 1, 2, 3. Jawohl. Boah, Anna hat mein ganzes Gewicht getragen. Okay, es geht direkt los. Oh, das ist aber gemütlich hier oben. Was aber so einfach aussieht, ist schwieriger als gedacht. Du kannst mal deine Hände loslassen. Jawohl. Ey. Immer schön die Balance halten und nicht nach unten gucken. Bloß nicht runterfallen. Den rechtes Bein über den Gurt zu legen quasi. So? Ja, genau. Aber wenn man einmal den Dreh raus hat, dann klappt das eigentlich ganz gut. Ah, guck mal. Wir legen noch mal eine Schippe drauf. Jetzt wird sich aufs Pferd gestellt. Jawohl. Hey! Wow, ist das hoch. Da wird mir fast schwindelig. Ja, wow. Also ich bin richtig kaputt. Aber ich würde sagen, das waren die Basistricks. Ja. Ne? Ja. Und jetzt muss ich hier irgendwie wieder runterkommen. Genau. Am besten zu der Seite, richtig? Ja, genau. Immer die linke Seite.
Und ich darf mich hier einfach festhalten? Genau, richtig festhalten. Oh, richtig ranziehen und festhalten. Genau, sehr gut. Ja, also das hat richtig viel Spaß gemacht und ich habe richtig viel dazugelernt. Ja. Danke dafür. Sehr gerne. Und ich glaube, jetzt ist der erste Anfang gemacht, um irgendwann mal ein richtiger Meister im Voltigieren zu werden, oder? Auf jeden Fall. Sehr gut. Togo! Vielleicht kennt Schauspieler, bei denen sieht es immer so aus, als würden die sich so richtig verprügeln. Tatsächlich sind es aber Stuntfrauen und Männer, die genau wissen, was sie tun und wie sie es perfekt aussehen lassen. Tja, und unser Stuntman, der heißt Marshall und der ist dann heute... Und er legt direkt los. Hi. Hi Marshall. Wow, nicht schlecht. Guter Auftritt. Sag mal, du bist ein echter Stuntman? Richtig, ganz genau. Wow. Du hast ja auch eine eigene Stuntschule für Kinder. Das heißt, du bist geübt darin, Leuten Tricks beizubringen. Das heißt, du kannst es vielleicht auch für uns tun, weil wir wollen einen Actionfilm drehen. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Sehr gut. Seit wann machst du das schon? Ich glaube, ich habe angefangen mit 14 oder 15. Genau, da hat es mich interessiert, weil Fußball oder so war jetzt nicht so meine Sportart. Stunts fand ich aber ganz schön spannend und dann habe ich halt damit angefangen. Boah, ist Wahnsinn, wie man darauf kommt, oder? Voll gut, ne? Und mit 15 bzw. 14 hat man auf jeden Fall ziemlich viel Vorerfahrung. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, was du uns alles zeigst. Okay. Bevor wir jetzt mit dem Trick starten, ich muss wissen, tut es uns weh gleich? Nein. Genau darum geht's ja. Es soll nicht wehtun. Ne, das heißt, wir üben das Ganze so, dass es möglichst sicher ist. Wir halten Abstände ein. Das ist ganz wichtig. Die soll die Kamera aber dann hinterher nicht sehen. Ne? Und auch ganz wichtig, damit man sich nicht wehtut, nicht einfach drauf zuschlagen, sondern immer genau vorher absprechen, was man macht. Und nicht einfach nur so schlagen. Okay, und der andere muss dann quasi auch gleichzeitig so tun, als würde es ihm richtig wehtun, oder? Genau, weil sonst wirkt es ja nicht. Weil wenn ich jetzt, darf ich es mal an dir zeigen? Ja. Also gehen wir mal davon aus, Jonas würde jetzt erstmal nicht reagieren. Ne? Mhm. Und ich schlage jetzt hier so an ihm vorbei und er macht eben gar nichts, wie ich ihm gerade auch gesagt habe, nichts zu machen. Mhm. Dann wirkt es natürlich nicht. Oh. Ja, genau, oder zu spät reagiert. Macht das aber im selben Moment. Das heißt, ich schaue vorher in seine Augen, sehe, okay, er ist bereit, ne? Und schlage. Genau. Und so schlägt toll, man dann daran vorbei. Ja, ne? Ist ja gut. Okay, ist cool. Und genau genommen, der Abstand war jetzt mindestens so groß. Wohin machst du? Ach da, okay. Weil ich nehme die Hand. Ach so, okay. Ruhig ein bisschen lauter mit Schreien. Okay. Dann wirkt es echter. Ah, nee, warte, die Backe. Versuch immer ganz gerade zu schlagen, ne? Ah, ouch. Warte, war das die richtige Backe? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, egal, es tut dir weh. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Tricks, damit wir wirklich unseren Actionfilm realistisch drehen können. Oh ja. Okay, Marshall, du zeigst uns gleich noch weitere Stunts, die wir vortäuschen können und für unseren Actionfilm benutzen können. Du hast uns ja schon einmal gezeigt, wie wir uns sozusagen prügeln können, ohne uns dabei wirklich weh zu tun. Mhm. Du hast aber noch ein paar Tricks für uns. Ja, genau. Wir könnten uns zum Beispiel auch noch mit Flaschen prügeln. Oh, wow. Was? Kann ich das machen? Ja. Was? Trick 2. Glasflasche. Also wir hauen uns natürlich nicht mit einer echten Flasche. Das hier ist eine Crash-Glasflasche. Und die tut gar nicht weh, wenn man sie jemanden drüber haut? Nee, überhaupt nicht. Je fester du zum Beispiel bei Jonas gleich draufhaust, desto weniger spürt er das. Aber die klingt wie echtes Glas, obwohl sie nicht gefährlich ist. Okay, sowas hat man wahrscheinlich nicht zu Hause, also nicht nachmachen. Nee. Okay, Jonas, bist du bereit, dass ich dir diese... nicht Glasflasche über den Kopf haue. Ich bin bereit und auch nicht. Ich hoffe, dass ich bereit bin. Okay. Okay. Eins, zwei. Oh krass, das hat, wow. Wow, das hat sich angehört wie eine Glasflasche. Aber es hat nicht wehgetan wie eine Glasflasche. Nicht, dass ich wüsste, wie sich das anfühlt. Aber ist doch ganz spitz. Das war ja entspannt. Aber jetzt hast du alles in deinen Haaren. Ja, das ist okay. Trick 3. Taschenlampe. Schau mal, diese Taschenlampe ist nicht echt, die ist ganz weich, die soll nur echt aussehen. Ah. Sieht wirklich echt aus. Ja. Und die kannst du Sarah oben auf den Kopf draufhauen oder so an den Hinterkopf, so wie sie sich das zutraut. Ihr könnt ihr erstmal ganz sachte mal probieren einfach und rantasten. Okay, bist du bereit? Nein. Tut auf jeden Fall nicht so weh wie eine Taschenlampe. Okay. Darf ich auch mal? Ja, bitte. Wow, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ja, du darfst auch mal hauen. Okay, wo hast du drauf? Auf den Kopf? Okay, ja. Los geht's. Besiegt.
Okay, ich glaube, jetzt haben wir genügend Stunts zusammen, um aus unserem vorherigen normalen Actionfilm so einen richtig coolen, stuntreichen Actionfilm zu machen. Und das Gute ist, wir werden dabei keinen Kratzer davon tragen. Nein, das stimmt. Und das verdanken wir alles dir. Danke, Marshall. Danke. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, uns auf jeden Fall auch. Und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, klappe die zweite. Der Ninja-Pokal wird mir gehören. Das werden wir ja wohl sehen. Ja, der Pokal ist mir. Nur mir. Oh, du bist wunderschön. Mein Pokal. Der Pokal hat seine wahre Meisterin gefunden, aber ich komme wieder. Versprochen. Und cut. Geht's dir gut? Ja, alles okay. Ach, ein Glück. Sah echt brutal aus. Ja, und deshalb, falls ihr euren eigenen Actionfilm zu Hause drehen wollt, benutzt keine Glasflaschen. Lasst einfach insgesamt Flaschen weg. Ja, das ist sehr gefährlich. Mhm.